Warum muss das sein? Ansehen, ja, ansehen. I can't believe the principal lets him stay in school after I told him what happened. Ja. Ja. Even if Victoria ignores me, I'm glad we talked yesterday. Hey, mit wem möchtest du reden? Hat er hier gerade an den Titten gefasst oder was? Ja klar. Ja, erstmal schön Nase schniefen, ne? Ja, ja, schon alles kaputt. So viel gekokst, Mann, ne? So viel gekokst, ey. Leg sie doch einfach flach, Mann. Leg sie doch einfach flach, ist doch gar kein Ding. Ja, aber hier auf dem Tisch, es gibt bestimmt ein cooles Foto. Das ist bestimmt noch das Foto, was mir fehlt. Ich suche gerade irgendwelche Ausreden, um sie nicht ansprechen zu müssen, aber oh Mann. Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Not at all, Victoria. Max is such an attention whore. You would know. Can I sit down now? Oh, please do. Take a selfie of this moment. Yeah, Max, so I won't forget you. Assholes. Genau. Dabei sind wir noch höflich geblieben. Ey, die gucken so, als wenn ich mich hinsitzen würde, dass irgendwas passiert. Haben sie mir da eine Reißzwecke hingepackt oder ziehen sie einfach rückwärts vom Stuhl runter und verprügeln mich auf dem Fußball oder was? Und Mr. Jefferson ist durch das Telefonat abgelenkt. Ey, wisst ihr, wenn man bei manchen Menschen sie so sehr hasst, dass man schon wirklich Paranoia entwickelt, wie David, ne, und einfach so... Da wünscht man sich einfach so eine Selbstschussanlage oder einfach zumindest so einen 2 Meter großen, muskelbepackten Bodyguard. Oder die Telefonnummer von einem Auftragskiller. Eins von den Dingen. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so Mach du doch da davon ein Foto. Keine Ahnung, steh doch mal auf. Was kann ich jetzt machen? Ich kann hier gar nichts machen. Das ist Warren! What up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down. We have a lot to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. I guess Kate will miss class now. Not feeling good. I'm worried about her. Sounds like about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. Usually, people need something to judge, so they never take a good look at themselves. Ja, Moment, Moment, warten Sie kurz mit dem Unterricht. Ich muss mal kurz meine SMS schicken. Max, der Chef mit der Knarre, heirate mich. Illegal in Oregon, noch. Scheiß drauf, brennen wir durch. Das wollte sie ja mit. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Den Moment einfangen von Mark Jefferson. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? Erstmal sagen so. Sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin. What's the problem? It's Mr. Wells. Okay. Machen wir mit Unterricht weiter. In Yang,
Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in monochrome. Yo! Some crazy shit is going down at the girl's dorm! Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Ich wollte gerade was trinken. Dismissed. Was ist passiert? Is this for real? It flipped out. Samuel? Sag nicht Kate. Sag nicht Kate. Kate! No! Oh God. I have to do something to help her. She can't die. She can't. Wow, holy fuck, was? Nein, jetzt darf ich doch die Kräfte nicht versagen. Not now. Genau. Whoa, whoa, halt! I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Fotografie, den Moment eingefangen. Arschloch, pack das Handy weg, ey! Alter, das reb ich hier schon wieder auf, ne? Kate, wir retten... David! David! Wir müssen etwas tun. Yes. Nein. Ich habe gerade eine ganz schlimme Befürchtung. Nein. 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 Ja, nein, ja, nein! What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself? Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours, and we can get through this together. Let me help, like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Ich sag jetzt das links, weil ich einfach sage, dass sie für uns wichtig ist und nicht wir für sie wichtig sind. So meine Interpretation. Verstehst du? Ich bin für dich da, so, ne? Also, ich hab dir wichtig zu sein, also in dem Sinne. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. Are you serious? Thank you so much. The fact that you don't care about that video and would come up here to stop me means a lot. Yeah. I care about you because I believe you were drugged. We will find out who did this and make them pay.
sound so persuasive, Max. Only... Kate, I believe you. Will you believe me? Please, you don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm horny on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Das ist jetzt dieser Knackpunkt, ne? Man hat die Kraft, die Zeit zu gespulen. Und denkt sich so, ja, Entscheidung, was nehme ich denn? Oh, ich nehme das erste auf, war scheiße, spule ich wieder zurück, nehme die andere Möglichkeit. Die Kraft haben wir momentan nicht. Das heißt, wir müssen jetzt genau überlegen, was wir sagen würden. Und es gibt mir von Videos, das ist so eine scheiß, so ein scheiß Satz einfach, so eine scheiß Aussage. Sei stark, das sagen wir schon die ganze Zeit. Und alle werden es vergessen. Optimistisch bleiben. Das, vor allen Dingen, das... Ich kenne doch amerikanische Serien und Filme, das wird man niemals vergessen. Sei stark, sei stark, sei stark. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? No! Nobody cares about me! Nobody! Wir sagen deine Mutter oder dein Vater. Brüder hat sie nicht, das haben wir auf dem Film gesehen, deine Schwestern. Die Mutter und so, die Vater, das wissen wir, da haben wir den Brief gelesen, dass die auch sagen, was ist mit dir los, komm mal raus. Ja, aber von deren Schwestern haben wir nichts gehört. Also hoffen wir mal, dass das richtig ist. I saw that cute photo of you with your sisters in your room this morning. I can see how much your little sister loves you by her smile. That's Lynn. She's only 10. She does have the best smile ever. I would hate to see her sad. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class.